Willkommen zu Alarm am Basteltisch, der zweite Teil meiner Reihe über den Brettspieltisch. Heute beschäftige ich mich mit einem komplizierten Teil, nämlich diesen Klappen, die ich hier eingebaut habe. Deshalb auch mal eine etwas andere Kameraperspektive. Ich habe insgesamt 6 Klappen gemacht, jeweils eine am Kopfende und 2 an den langen Seiten. Und diese Klappen waren mir damals unglaublich wichtig. Ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich sie gar nicht so häufig gebraucht. Der Jörg benutzt sie sehr häufig. Das hängt also immer sehr am Spielertyp ab. Das größte Problem bei den Klappen ist, dass man nochmal 15 cm weiter von der Mitte des Tisches weg sitzt. Den Platz darunter allerdings benutze ich sehr häufig, um da Zocks zu lagern, Stifte, meine ganzen Fernbedienungen, die ich hier brauche, wenn wir welche Aufnahmen machen. Also, ob man diese Klappen braucht oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Aber heute erzähle ich mal, wie man die Klappen eigentlich baut. Ich habe es ja schon im letzten Teil der Reihe gesagt, dass ein Kernpunkt bei diesen Klappen, der Stabilitätspunkt bei diesen Klappen, ist das Scharnier. Bei meinen diversen Prototypen, die ich vorher so gebaut habe, habe ich halt immer gemerkt, dass wenn man sich draufstützt, dann fängt das Scharnier an zu verbiegen. Und das tut es jetzt immer noch, obwohl ich mir gute Scharniere geholt habe. In diesem Fall so doppelt geschlagene heißen die. Und die auch gut festgeschraubt habe. Aber trotzdem, man muss sich immer überlegen, hier stützt sich mit einem Hebel von 15 cm ein ausgewachsener Mann mit, weiß ich nicht, 30 Kilo obendrauf. Da ist die Gefahr relativ hoch, dass sich irgendwas verbiegt. Und das passiert auch. Die Klappen sind, ich habe schon die ersten 2 Scharniere ausgetauscht. Also wenn ihr Scharniere kauft, kauft gleich ein paar mehr. Ihr braucht sicherlich mal welche zum Austausch. In den meisten Originaltischen, die man im Internet sieht, sieht man, dass die Klappen eher so diagonal laufen. Das sieht natürlich viel schicker aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Stabilität ein bisschen verbessert, weil die Kraft auf den Schrauben ein bisschen anders sitzt, nämlich eher diagonal. Aber das haben meine Sägekünste nicht vorgesehen. Ich habe dann also stattdessen gesagt, na gut, dann machen wir halt die Klappen sozusagen spiegelverkehrt. Wenn ihr 6 Klappen am Tisch habt und jede Klappe hat auf der Klappenseite 2 von diesen, naja, ich sag mal L-förmigen Stücken und 2 von diesen L-förmigen Stücken auf der Tischseite, dann braucht ihr 24 Stücke. Und das heißt, da muss man schon mal über Massenfertigung nachdenken. Ich habe mir aus dem alten Holzbrett also eine Halterung gebaut und das Ganze mit der Kreissäge vorsichtig abgesägt und dann mit der Stichsäge nur noch die Ecke rausgezogen. Das sieht ganz gut aus. Wer genau hinguckt, sieht natürlich trotzdem, dass das auch nicht perfekt ist. Wenn ihr das Ganze dann, diese Klappen dann zusammenbauen wollt, dann habt ihr ein zweites Problem und das sieht man eigentlich ganz hier ganz gut, dass die Klappen ja hier oben keine Schrauben haben sollen. Aber hier drinnen auch nicht. Also muss ich irgendwie verleimen innen drin, ohne dass einer das sieht. Ich habe in diesem Fall eine günstige Lamellofräse geholt und das mit Lamellos verleimt. Das hält auch super. Kann natürlich auch ganz normalen Holzdübel nehmen oder was auch immer, aber ihr wollt es natürlich da drin versteckt wissen. Auf der anderen Seite, hier im Tisch, kann man von unten reinschrauben, denn es guckt keiner unter den Tisch, zumindest bei mir nicht. Ein zweiter wichtiger Punkt beim Einbau dieser Klappen ist, dass man einen gewissen Abstand von den Ecken hält, denn sonst fängt die Klappe an, hier zu schleifen. Ich habe von so einem karierten College-Block die Rückwand genommen, einmal gefaltet, das war dann mein Abstand, die habe ich dann dazwischen gehalten beim Leimen und Verschrauben und dann ging das ganz gut. Trotzdem, obwohl ich versucht habe, so genau wie möglich zu arbeiten, das werdet ihr später sehen, wenn wir über die Tischplatte reden, hat es nicht ganz gepasst. Und der Abstand zwischen den Platten, wenn man es über die ganze Tischlänge sieht, ist eben nicht perfekt geworden. Aber noch schlimmer war, als ich die zum ersten Mal fertig gemacht hatte, saßen die hier nicht vernünftig auf, sondern sie wackeln. Und dann habe ich gesagt, na gut, da muss ich jetzt irgendwas gegen machen. Ich will die Klappen hier nochmal neu bauen. Und habe dann stattdessen hier so eine Halteleiste eingebaut. Die ist mittlerweile mit einer Beleuchtungsleiste drunter, das war damals aber noch gar nicht so weit geplant. Aber als ich die dann gebaut habe, habe ich gedacht, Mensch, da kann ich doch eigentlich mit der gleichen Lamellofräse, die ich sowieso habe, einmal längs entlang fräsen. Auch dafür habe ich mir eine kleine Halterung gebaut, denn das musste ich ja auch 6-mal machen. Und nachdem ich dann also einmal lang gefräst bin, habe ich hier einen super Kartenhalter. Den seht ihr auch bei uns oft genutzt. Nur, und das ist dann später passiert, wenn man die Klappe zumacht, kann man den Kartenhalter nicht nutzen. Also, wenn ihr sowas plant, macht das frühzeitig. Mittlerweile haben wir noch eine zweite Leiste hier vorne vor, die ich eh für die Beleuchtung brauchte. Die nutzen wir jetzt meistens als Gartenhalter. Der zweite, sehr viel einfachere Typ Klappe, den ich auch brauchte, der war hier an den Ecken. Denn ich muss ja die Festverschraubung von den Tischbeinen irgendwie verstecken, möchte aber danach auch nochmal wieder drankommen, wenn man den Tisch mal auseinanderbauen und woanders hin bewegen konnte.
Also habe ich hier mit ein bisschen Klavierband eine Platte festgemacht. Hier ist ein kleiner Magnet, auf der Gegenseite ist ein Stück Metall. Und dann, wenn man das zudrückt, zieht die an und ist fertig. Ganz einfach. Nach unten hin ist es sogar offen. Ich hatte ja schon gesagt, eigentlich wollte ich die Elektrode drin verstecken. Habe ich dann nie wieder gemacht, weil das nicht passt. Die Klappen sind aber manchmal, es gibt so Stellen, wenn ihr so ein Möbelstück baut, da braucht man eben solche Klappen. Die kann man ganz gut, wie gesagt, mit so einem Magneten verstecken. Ich hatte in diesem Fall irgendwelche Magnetbuttons, die wir irgendwo geschenkt gekriegt haben, auseinandergenommen. Aber man kriegt die Magneten natürlich auch im Internet.